Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy V. In der letzten Folge hatten wir ein bisschen Sylda geholt und natürlich haben wir auch rausgefunden, dass früher im vorigen Part schon mal die Schildkröte, die uns die Wahrheit gesagt hat, jetzt mit dem Bibliothek auch noch verschlungen ist in Void. Und auch natürlich auch die Heimatstadt. Nun sind wir jetzt nun in Crescent Island, um den Fog Tower jetzt zu bezwingen. Um die zwei magischen, die besten magischen Zauber zu finden, die es im Spiel gibt. Sanctus und Flair. Aber vorerst reden wir jetzt mal wieder von Kryll eine weitere Worte. Wenn die Magie der beiden Türme nicht gleichzeitig von innen genommen wird, explodieren sie, nicht wahr? Ja, wir teilen uns also wohl besser auf. Es werden zwei Gruppen gebildet. Auf welche Seite soll Barts gehen? Tja, es hängt davon ab, wie ihr gewählt habt. Also ihr könnt entweder entscheiden, wenn ihr zum Beispiel Kryll als Samurai habt und Barts als Ritter zum Beispiel. Da würde ich lieber... mein Swordschwert einsetzen. Also rechts kommen natürlich die eure zwei stärksten physischen Angreifer. An der linken Seite die zwei stärksten magischen Kämpfer. Das sind zum Beispiel Faris und Lenna. Wenn ihr Faris und Lenna als Magier habt, es ist egal, welche ihr nehmt. Entweder ist es Weißmagier, Beschwörer oder Zeitmagier. Nehmt ihr einfach diese... in den linken Portal. In der rechten Portal, wenn ihr dann natürlich physische Kämpfer habt, habe ich zum Beispiel Barts und Kryll genommen. Also sind eher bessere physische Angreifer. Ja, deswegen können wir unseren Beruf noch wechseln, bevor wir dann jetzt weitergehen. Auf welche Seite soll Faris gehen? Wir gehen jetzt mal nach. Mit ihrer Schwester natürlich. Und Kryll wird natürlich fleißig Barts mal unterstützen. Wir haben sie sehr gut mit Samurai sehr gut ausgebildet. So, jetzt geht unsere Reise los. Die Spitze des Turmes. Also ich werde jetzt mal die Fähigkeit von Faris jetzt mal ändern. Ich habe auch Blaumagie, glaube ich, weil ich glaube... mal sehen, ob wir das hier noch haben, Blaumagie. Mal sie als Blaumagier reinpacken. So, beide haben jetzt nochmal Regener-Dingens hier. So. Damit müssen wir jetzt dann sicherlich weniger Probleme haben. Wir müssen natürlich hier in diesem Turm nur magische einsetzen, also magische Attacken einsetzen. Wenn wir das nicht tun, machen sie einen Konter mit heftigsten Attacken, die uns dann instant zum Game Over führen können. Also aufpassen. Wenn ihr mit Lenna und Faris zum Beispiel geht, müsst ihr natürlich sehr vorsichtig umgehen mit den magischen Dingen. Also ihr müsst nur Magie einsetzen. Wenn ihr es nicht tut, wird euer Gegner tatsächlich solche heftige Attacken wie Meteor oder Komet, was ziemlich gravierende Folgen haben kann. Also passt auf, welche Attacken ihr einsetzt. Wenn ihr dann physische Attacken einsetzt, kann es dann fatal enden, euer Run. Wir gehen jetzt mal nach oben. Hier gibt es noch eine Truhe irgendwo.
Und die Gegner sind jetzt nicht so ein großes Problem hier. So, wir gehen jetzt mal in den nächsten Turm hoch. Die Wunderroute. Was das für ein Item sein soll, ist natürlich... Wir können jetzt mal nachschauen. Ja, die Wunderroute, weiß ich jetzt nicht, was das bezwecken soll, aber... Ja, Route erweckt zufällige Zaubersprüche. Hint, Reihe, volle Angriffskraft. Gut, zu wissen. Wir gehen jetzt mal nach oben. Und währenddessen werden wir jetzt automatisch hier jetzt in der rechten Seite gebracht. Wo Bartz und Krylitz auf uns warten. Wir müssen natürlich mit physischen Attacken jetzt zugehen. Dieser Gegner. Keine Magie, weil sonst ist dann richtig Fanta sein. Fechtig sein kann. Raubritter sind ja nicht so die größten Probleme. Also ihr müsst euch da damit vorbereiten, wenn ihr genug... Ihr müsst dann natürlich dazu genug Tränke mit haben. Wenn ihr es nicht habt, dann kann es ziemlich fatal enden. So, da ist noch eine Truhe. Die schnappen wir uns noch. Es gibt keinen Save Point, Leute, also denkt mal genau nach. Aua. Das war ein sehr guter Treffer. Krall ist ja aber ziemlich gut für Crits, ne? Gut. Wir gehen jetzt mal doch nochmal gestärkt in den Kampf. Warte, haben wir da noch was gehabt? Nee. Gut, ich habe nur nachgecheckt. Selbe Turm, selbe Reihe, wieder nach oben. Und da ist noch eine Truhe. Defendor. Die Waffe Defendor ist schon was Besonderes, ihr kennt es schon selber, wir haben das letzte Mal auch in jedem Final Fantasy bekommen. Klinge pariert manchmal Attacken. Also ihr kennt schon selbst, das ist natürlich diese Attacke, diese Sache, dass wir haben. So, wir gehen jetzt mal in die Spitze und hier erwartet uns der erste Bosskampf im 8. Stock des Turmes. Wir müssen die Magie genau zur selben Zeit aufheben. Unterbrech die Magie genau dann, wenn ich es tue. Verstanden, alles klar. So. Der Kampf gegen Minotaurus kann jetzt nicht so schwer sein, weil er hat nur 16.600 HP, also... Ihr müsst dann nur sehr gut gelevelt sein. Wenn ihr es nicht seid, dann... Versucht es einfach nur mit physischen Attacken anzugreifen, das würde uns ein bisschen mehr helfen. Ich weiß, es macht mehr Damage. Aber manchmal müssen wir auch mit Rüstungen, also mit Schilder geschützt werden, damit es nicht so trifft, weil Sanctus kann schon mal eine heftige Attacke sein. Einmal heilen. Ja, sehr gut. Ja, kann er manchmal zweimal angreifen. Spürt die Macht der Sanctus-Magie am eigenen Körper. Nicht genügend MP. Das war's. Sanctus hat ja nichts gebracht für ihn. Damit haben wir jetzt die Weißmagie Sanctus erhalten. Einer der stärksten Magien im Spiel. So, jetzt kommt der zweite Kampf diesmal. Wir werden jetzt diesen Kampf so machen, dass es jetzt
dass wir jetzt nur Magie spammen müssen. Es kann sein, wir müssen Beschwörungen einsetzen, aber ich weiß selbst, wer der Boss jetzt sein wird hier in der anderen Seite des Turmes. Ich werde jetzt mal kurz laut dem Guide nachsehen. Also das Einzige, was wir jetzt tun müssen, es kommt jetzt ein Omnizent, der natürlich Level 53 ist und eine HP von 16.900 hat. Stillen können wir natürlich das Conago Gold, ein Potion und schwach ist er gegen Wind. Also wenn ihr schon blaue Magier habt, ist dann der Kampf kein Problem. Das Einzige, was jetzt richtig Probleme bereitet, ist, ihr sollt bloß nicht physische Angriffe machen. Weil sonst der Kampf dann resettet wird. Wir müssen genügend viel Schaden machen an die Gegner, an diese Leute hier. So, wir werden jetzt mal in Ruhe jetzt mal Areoga einsetzen. Faris bekommt jetzt noch einen Refleck und Lena auch. Wo es dann richtig brenzlig wird. Ich setze mal Areoga, die stärkste Windattacke, weil es natürlich schwach dagegen ist. Und Meat und Reflex setzen wir mal auf Faris. Warum? Weil es hat natürlich eine starke Attacke. Jetzt ist er stumm, hat er sich selber gesetzt, jetzt kann er nicht angreifen. Auch gut so. So wie es aussieht, hat er jetzt keinen Angriff mehr hier. Nur er heilt sich jetzt automatisch ab und zu, nur in jeder Runde. Ein paar Hunderter, aber... Ja, jetzt hat er diese Attacke Flair eingesetzt. Und wir haben es geschafft. Yes. Gut. Damit haben wir jetzt die nächste schwarze Magie, und zwar Flair. Der Turm, er verschwindet. So, damit haben wir das jetzt erledigt. Wir haben jetzt alle zwei stärkeren Magien jetzt in diesem Spiel gefunden. Ich weiß, es war jetzt nicht so war nur eine kurze Abenteuer hier. Aber wir haben jetzt richtig gut agiert im Kampf. So, wir werden jetzt mal kurz mal heilen gehen. Ja, das war schon ein anstrengender Kampf. So, der Fog Tower haben wir jetzt mal hinter uns gebracht. Wir werden jetzt nun unter Wasser gehen, denn unsere Reise geht jetzt nun unter Wasser weiter. So, dann gehen wir mal jetzt zu Sitten mit, die natürlich hier oben hier befinden. Wir landen jetzt mal dort in diesem Plattform, wo mal der Fork Tower da gestanden ist. Hier gibt es eine kleine Cutscene dann gleich. So, dann mal trotzdem mal speichern, hier im Hangar. Ah, da haben wir die beiden. Was machen die denn da?
Mir dreht sich alles. Opa, alles in Ordnung? Ja, es geht schon. Hört mir zu, ich habe Neuigkeiten. Bei meinen Nachforschungen bin ich auf meine eigenen interessanten Möglichkeiten gestoßen. Wir könnten das Luftschiff so ausstatten, dass es auch als U-Boot funktioniert. Wirklich? Aber sicher doch, für mich ist nichts unmöglich. Na komm mit. Ja. Ja, jetzt wird das Schiff jetzt mal richtig schön ummodifiziert. Es ist jetzt ein Luftschiff, Schiff und U-Boot in einem. Früher hatten wir dann das U-Boot von Xesat bekommen. Und jetzt haben wir noch eine kleine Cutscene jetzt noch mit Kryle. Wird nicht mehr lang dauern. Wirklich toll. Ihr zwei arbeitet immer so hart. Opa gibt sich die Schuld, dass überhaupt alles so gekommen ist. Aber was hätte er denn schon groß tun können? Ich denke und hoffe, dass er sich tief im Inneren auch darüber im Klaren ist. Jedenfalls ist er deshalb so drauf aus, dass seine Maschinen für den Einhalt des Friedens eingesetzt werden. So, das sollte gewesen sein. Sobald ihr im Wasser seid, drückt dann die A-Taste und dann den D-Pad nach unten. Und schon gehört die Unterwasserwelt euch. Danke für alles, ihr zwei. Batz, kämpfen kann ich nicht, keine Chance. Dafür kann ich dir jede Maschine modifizieren. Damit habe ich eben versucht, meinen Beitrag zu leisten. Der Rest liegt jetzt an euren Händen. Kommt, machen wir uns auf den Weg. Wir können uns jetzt unter Wasser fortbewegen, nicht wahr? Yep. Wir können uns jetzt auf die Suche nach den Tafeln in den Tiefen des Meeres begeben. Mit. Gib gut Acht auf deinen Opa. Passt gut auf euch auf. Also worauf warten wir noch? Ab in die Lüfte! Tja, Leute, jetzt geht es dann gleich los. Aber ich glaube, wir werden dann bald zu einer Beschwörungszauber noch hingehen, der uns noch fehlt. Ich glaube, eine Tafel fehlt uns noch. Das heißt, zwei Tafeln fehlen uns ja noch. Ich möchte aber natürlich noch zu Istol gehen. Ihr wisst schon, wo das Wasserfall war früher. Müssen wir jetzt einen Weg finden. Ich glaube, wir können jetzt mal versuchen, jetzt mal den Wasserfall jetzt irgendwie einen Weg zu finden. Aber da kommen wir leider nicht dran. Aber ich muss einen Weg jetzt hier finden. Während wir jetzt mit Boko jetzt unterwegs sind, können wir jetzt mal ein bisschen mal nachdenken, wie wir jetzt dann zum Wasserfall rankommen. Weil es gibt noch einen Beschwörungszauber noch. Und das wäre jetzt Leviathan. Aber ich glaube, den können wir dann nachher holen. Wir können jetzt mal kurz noch unter Wasser gehen.
So, dann gehen wir mal in die Unterwasserwelt. Hier gibt es einige Orte, die wir noch betreten können. So. So, hier warten sie nächstes wieder zwei weitere Jahre. Okay. Im Südwesten der Oberwelt. Aber ich weiß nicht, wo genau das so liegen soll. Also müssen wir jetzt mal irgendwie einen Weg finden. Da ist so eine Art Graben, aber ich weiß nicht, wo das genau lag. Da gibt es auch zwei Dungeons hier. Merke ich jetzt gerade. Die fliegen wir nach oben kurz. So sinken wir mal kurz. Da ist zum Beispiel ein Graben. Gut. Kurz ein wenig ausruhen. Aber ich glaube, das werden wir dann im nächsten Part dann machen. Aber ich glaube, es gibt dann hier keine weiteren Wege mehr. Aber ich glaube, wir werden jetzt noch die Gargoyles jetzt mal auseinandernehmen. Die jetzt vor dem Dungeon sind. Vielleicht können wir den noch verlassen. Den Dungeon noch nachher. Na gut, tiefe Seegraben. Dann gehen wir mal nach unten. Und da sind wir jetzt der Gargoyles, die wir bereits kennen. Beste wäre, wir setzen mal leer an. Naja, sorry Leute, da ist irgendwas los. Ja, kurzer Cut, Leute, da ist irgendwas los. Bis gleich. So Leute, sorry wegen dem ganzen Krawall hier. Da habt ihr das nicht gehört in meinem Mikrofon, aber ja. Es kam ein Streit bei meinen Nachbarn hier drüben. Aber okay, okay, ignorieren wir das. Unterhalb des Meeresgrundes wachen die lodenden Flammen über eine der Tafeln. Na gut. Damit haben wir jetzt den dritten Tafel geholt. Die vierte Tafel werden wir dann später holen. Da werden wir dann jetzt die restlichen Dinge finden. So, da gibt es zwei Wege. Na gut, da ist auch einmal eine Hütte. Und wir haben jetzt sehr gut vorbereitet für den Kampf natürlich. So. Wir wollen das Wasser erhalten. Hier geht es natürlich nach unten. Haben wir noch in Acht geguckt, kurz.
Ja, es sind auch unbekannte Viecher. Oh, scheiße, ich wollte jetzt diese Attacke nicht einsetzen. Ich Trottel. Nochmal kurz Titan. Ja, diese unbekannten Viecher kennen wir ja bereits schon. Die war auch in der zweiten Final Fantasy 2 noch einmal einen Auftritt gehabt. Glaube ich mal zumindest. So. Nochmal ein Zelt nutzen. Und ich glaube, wir werden jetzt den Part jetzt dennoch jetzt heute beenden. Sorry, dass es jetzt immer ein kleiner Streit gegeben hat. Für eine gewisse Zeit. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann geht es dann gelassen wieder weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Dann, wenn wir dann den großen Meeresgraben mal untersuchen. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Und falls euch der Part gefallen hat, lasst gerne ein Like da und gerne ein Abo, damit ihr nichts verpasst. Haut rein, euer Red Pocketendo. Ciao!